Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft auf dem Bauerhause? Morgen habe ich Emissionsmessung bei meiner Heizung. Und Donnerstagmorgen, ist von der Firma Alotherm der Spezialist hier. Er hat mir die neueste Software auf meine Heizung gespielt. Und im Moment läuft ein Probelauf, um CO2 und Feinstaub zu messen. In der Schweiz ist das ja Abgaswerte sehr streng. 50 Milligramm Feinstaub und 500, wie sagt man, ppm CO2 oder so etwas. Und meine Heizung fährt mit 200, das ist im grünen Bereich. Aber die 50 Milligramm überschreitet sie. Im Moment sind wir um 100 Milligramm Feinstaub. 50 ohne Filter erreicht man gar nicht. Darum ist meine Heizung schon in einer Übergangszeit. Also ich habe 10 Jahre Zeit und muss dann einen Feinstaubfilter montieren. Ja, so läuft's. 50 Milligramm ist übrigens der strengste Wert in Europa. Dass die Schweiz wieder einmal unnötigerweise Vorreiterrolle spielt, kostet uns sehr viel Geld, weil die Technik nicht da ist, um 50 Milligramm zu erreichen. Das wird in 10 Jahren vielleicht der Fall sein, aber noch nicht jetzt. Hier, Kaminfegersymbol, wird gebraucht, wenn man die Heizung messen will. Und hier auf diesem Papier habe ich die Instruktion bekommen, von der Firma Alotherm, wie ich die Heizung starten muss. Dann Kaminfeger-Symbol drücken, dann kommt die Bezeichnung Nennlast, Enter drücken und dann kommt nicht messbereit und das dauert etwa eine Stunde. Dann war die Heizung messbereit und ich habe was vergessen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, habe nicht daran gedacht. Ich hätte die Ascheschnecke ausziehen sollen, damit die da nicht Staub aufwirbelt, wenn sie eventuell einschaltet. Ha! Vergessen! Ha, trotzdem, dass es da genau aufgeschrieben ist. Ja. Aber jetzt, die Messung ist durch.